Ihr nächstes Rennen findet im Autodromo Nationale Monza statt, das für seine engen Schikanen ich habe aber und mal langen eine Seite Geraden angesehen, bekannt ist. Wo die ganzen Emotes abgebildet waren, okay? Ja, weiß ich nicht. Also entweder war das halt dann ausschlaggebend dafür in dem Moment, oder du warst halt bei jemand anders drin, der sich für dieses Event dann halt, weiß ich nicht, beworben hat, weißt du? Und dann hast du ja selber geschrieben, bekommt der Streamer und der Streamer für seine Community halt das Icon oder dieses Emote oder was das ist. Und dann kann es natürlich gut sein, dass du natürlich in dem Moment vielleicht da ja auch drin warst, wo das Ganze gelaufen ist und dann hast du das abgekriegt, weißt du so. Ist doch nichts Verkehrtes. Hast mal was Neues da oben. Naja, das ist doch nichts Verkehrtes. Spielt Fanny hat ja 5-4 oder eher nicht? Meine sie mal, weil ich selber was gesehen habe. Ich glaube nicht, dass sie Diablo 4 spielt, weil, so wie ich das vorhin rausgelesen habe, schaut sie, glaube ich, nur bei Black Varro zu und Black Varro kennt Sephiroth und wahrscheinlich
Hast du sie mal im Chat gelesen oder so vielleicht? Also, weißt du, wie ich meine? Also, Fenja spielt jetzt kein Diablo direkt selber, sondern schaut bei Black Varro zusammen zu. Und der kennt Sephiroth wiederum. Und wahrscheinlich hast du da mal bei Sephiroth Fenja im Chat gelesen. Sie ist eher so auf Witcher, weißt du? Also, Fenja, die spielt sehr gerne Witcher. Ist eher so ihr Spiel. Ja, Witcher 3 ist sehr gut, aber nach 2 halt. Das ist nach 2 aber 5 mal gesamt durchgespielt und alles gemacht. Das. Warte mal. So, jetzt muss ich mal in Ruhe lesen. Also, ja, Witcher 3 ist sehr gut, aber nach 2,5 mal gesamt durchgespielt und alles gemacht, ist meine Freude auch nicht mehr so groß an dem Spiel. Vielleicht in ein paar Jahren wieder. Ja, wie gesagt, klar, ich kann das natürlich, ich kann dich natürlich verstehen, MacDuke, ne, wenn du es jetzt wirklich ausgiebig gesockt hast und so lange gesockt hast und wirklich alles, was möglich war, gemacht hast, dass du dann nachher natürlich erstmal sagst, okay, jetzt brauche ich Pause, das ist normal, glaube ich, ne, und vielleicht kommt die Lust auf Witcher ja nochmal in ein paar Jahren, aber es kommt ja auch vorher vielleicht nochmal Witcher 4 raus, und vielleicht hast du ja darauf auch dann wahrscheinlich eher Bock, weil es dann halt wieder das neue Witcher ist. Sock einfach das, worauf du Bock hast und fertig ist, weißt du? So, ich kann das aber nachvollziehen, wenn du da wirklich schon so lange dran gesessen hast und alles gemacht hast, dass vielleicht die Lust gerade aktuell nicht da ist. Kann ich nachvollziehen. Guck mal, das ging mir ja jetzt auch mit Seven Days to Die eine Zeit lang so, dass ich sehr viel Seven Days to Die gespielt hatte. Und irgendwann war nachher die Luft ein bisschen raus, weißt du? Und dann hatte ich ja auch Pause gemacht mit Seven Days to Die. Und bin dann eher auf andere Spiele erstmal gegangen. Also, das ist, glaube ich, normal, ne? Ich glaube, da muss jeder mal irgendwie durch von uns. Ja gut, wenn dann halt das Ganze dich gerade in dem Moment nicht mehr catcht, dann ja, gut, dann ist vielleicht einfach dieser... dieser Flair auch weg, ne? Dieser Charme von dem Spiel in dem Moment ist dann halt nicht mehr da. Schräghangkurven, Kurven und Hügeln für sie bereit.
Aber ich denke mal, das hat jeder schon mal irgendwo gehabt in dem Spiel. Dass man ein Spiel dann ausgiebig gespielt hat und dann irgendwann ist dieser Charme von jeweiligen Spielern halt weg gewesen. Ich glaube, das hat jeder von uns schon mal durchgemacht. Und dann macht man halt einfach Pause und dann ist gut und dann ist auch in Ordnung. Also, ja. Ich denke mal, das kann ja irgendwo auch jeder verstehen dann. Ich bin ja nun mal gespannt, wann der erste Teil nochmal als Remake oder so rauskommt. Das hatten sie ja auch irgendwie in Angriff genommen, ne? Den ersten Teil nochmal neu aufzunehmen. Da bin ich mal gespannt, wann der rauskommt. Ob der vielleicht noch vor Witcher 4 rauskommt oder danach. Bin ich mal gespannt. Ja, Witcher 4 kommt ja, ne? Raus. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, kommt es dieses Jahr oder nächstes Jahr raus oder erst in ein paar Jahren. Aber ich meine jetzt Witcher 1. Die wollten doch von dem alten Witcher 1 nochmal eine Neuauflage machen. Also, dass auch ein paar Leute daran arbeiten. Ich glaube, später, meinst du? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich habe es gerade auch gar nicht im Kopf, wann das rauskommt. Also, angekündigt wurde das schon. Witcher 1, Witcher 1 die Neuauflage und Witcher 4. Das beides wurde schon mal angekündigt. Das weiß ich. Ja, mach mal. Gerne. Das ist nett von dir, dass du da mal nachschaust. Weil ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf wann, aber es wurde mal angekündigt, glaube ich. Ich glaube bei GameStar muss ich das mal eben gesehen haben oder so, glaube ich. Ich weiß es jetzt auch nicht. Oder bei Fragnet. Irgendeiner hatte das auf jeden Fall mal gesagt oder gepostet. Nachdem der Titel im März 2022 angekündigt worden ist, hat es im Juni 2023 erste Informationsvideos gegeben. In einem Interview hat CD Projekt Red neben anderen Neuigkeiten den genauen Zeitraum von 2025 an Engine bestätigt. Dafür besteht das Studio, dass der Titel auf der Unreal Engine 5 basieren wird. In diesem Zusammenhang verkündet CD Projekt Red auch eine Partnerschaft mit Epic Games. Das wirft die Frage auf, ob der Titel nur in Epic Store erhältlich sein wird. Jetzt Witcher 4, denke ich, oder Witcher 1, die Neuauflage? Was?
Etage 4, meinst du? Okay. Steht auch irgendwas zum Witcher 1, die Neuauflage, also vom ersten Teil. Da wollten sie, glaube ich, nochmal ein Remastered oder Remake rausbringen. Da wollten sie nochmal ran und nochmal verbessern und neue Quests, glaube ich, reinmachen und so auch. Also sie wollten das Spiel nochmal komplett neu machen. Steht da auch irgendwas, oder? Am 26.10.2022, Witcher 1. Achso, okay. Dachte schon, hier wie jetzt schon raus. Hä? Yeah? Nee, ist aber noch nicht raus. Wurde angekündigt am 26.10. oder was? Oder ist das schon raus? Habe ich irgendwas verpasst? Ah, okay. Okay, dann bin ich beruhigt. Ich habe schon gedacht, ihr habt etwas verpasst. Ich habe eben gerade gespürt, wie mein Herz in die Hose gerutscht ist und jetzt wieder hochrutscht. Oder beziehungsweise jetzt versucht gerade hochzukrabbeln. Nein, wenn das rauskommt, wird das überall sofort gespielt. Ja gut, okay, hast auch wieder recht. Aber trotzdem, ich habe schon gedacht. Oh Mann. Dann hättest du aber auf jeden Fall damit gerechnet, was ich mir denn nächste Woche hole, wenn das rausgekommen wäre schon. So, da wäre ich aber hinterher. Da hätte ich nämlich Witcher 1, 2 und 3 für die Xbox. Und da hätte ich dann ordentlich gedaddelt. Aber naja, gut, wenn das halt noch nicht draußen ist, dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Dann müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Wann kommt das Witcher 1 Remake? Auch was das Release-Datum angeht, lässt sich momentan nur mutmaßen. Bevor die Neuauflage auf den Markt kommt, wird zunächst der erste Teil der neuen Witcher-Trilogie debütieren. Und dieser wird voraussichtlich frühestens 2025 erscheinen. Das Remake danach nicht früher als 2026. Okay, ja gut, dann dauert es ja noch ein bisschen. Schade, ich habe eigentlich gedacht, dass vielleicht Witcher Remake früher kommt. Dass man dann wenigstens noch die andere Trilogie dann vorher spielt. Aber gut, dann ist es halt so. Ihr nächstes Rennen findet in Hockenheim statt. Die Strecke. Ja, wir haben ja sowieso auch erstmal noch zu tun, ne? Wir haben ja noch Parkway, die Reihe. Wir haben ja noch Assassin's Creed, die Reihe. Wir haben ja noch Saints Row, die Reihe.
Genau, erstmal meine Liste weitermachen. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun, also bis dato. Achso, übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe auch schon mal die Abstimmung gemacht für die nächsten Spiele. Das könnt ihr halt schon mal machen. Dauert natürlich auch noch ein bisschen, ne? Weil wir sind ja aktuell noch bei Forspoken. Müsste die aktuelle neue Abstimmung sein, hoffe ich. Wir sind ja aktuell noch bei Forspoken, das heißt, danach kommt ja dann nochmal Saints Row 4. Und danach würde ich ja dann mit euch die nächste Dreierkonstellation spielen. Und da könnt ihr euch schon mal abstimmen, wenn ihr mögt. Ja. Dann habt ihr ein bisschen länger Zeit jetzt. Und ja. Okay. Ja, ich habe ja Witcher 1, aber ich glaube, das funktioniert bei mir auf Steam nicht, weil ich hatte das damals schon mal versucht zu spielen. Und da ist mein Laptop, aber... Ja gut, okay, ich habe es auf dem Laptop gespielt. Könnte jetzt auf dem PC anders funktionieren? Wahrscheinlich. Müsste ich mal testen. Ich habe Witcher 1 nämlich für Steam, weißt du? Den älteren Teil noch. Müsste ich mal gucken, ob der funktioniert. Ich stimme nicht mehr ab, weil einige dann für was anderes abstimmen, aber nicht so schon. Okay. Schade, ich dachte eigentlich, ihr erleichtert mir damit die Entscheidung, welches Spiel ich als nächstes spiele. Deswegen war ja eigentlich die Abstimmung immer nur gedacht. Ich wollte mir das Ganze eigentlich nur erleichtern. Weil immer stehe ich vorm Regal und denke mir so, was spielst du heute? Ja, ja gut, okay. Wenn du dann nicht mehr abstimmen willst, akzeptiere ich das. Alles gut. Wie gesagt, ist ja auch freiwillig. Ihr könnt ja abstimmen, ihr müsst es natürlich nicht. Freuen würde es mich das trotzdem, aber wenn ihr halt nicht wollt, ist auch in Ordnung. Alles gut. Aber keine Angst, wir spielen Valhalla noch vor 2030. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen. Falls da die Angst doch da ist. Das ist Gottes Ohr. Und das sind Gottes Ohr. Ja. Guck mal, Forspoken dauert natürlich jetzt noch ein bisschen länger, weil ich ja alles an Nebenaktivitäten auf der Karte erledige. Dann das DLC noch. Und dann halt Saints Row. Saints Row geht relativ fix. Ja, und danach spielen wir ja dann schon wieder die nächste drei Spiele. Das wäre dann wahrscheinlich Assassin's Creed 3 als nächstes, glaube ich. Nach Brotherhood und Relation. Far Cry Primal kommt als nächstes, glaube ich. Und dann Saints Row Get of Hell. Und Get of Hell ist ganz klein, das ist das dauert nicht lange. Das sollte eigentlich mal ein Add-on für den Vierer sein, aber das wurde dann zum Standalone-Titel. Und ja, danach geht es dann wieder weiter. So, und wenn Saints Row Get of Hell durch ist, dann spielen wir Saints Row 5 und dann ist die Reihe auch erstmal wieder vorbei, weil ein neues Saints Row gibt es ja bis dato wahrscheinlich gar nicht. Und dann haben wir nur noch Far Cry und Assassin's Creed und dann wechseln wir mal ab. Bis dann Far Cry durch ist und wir nur noch Assassin's Creed haben. Und wenn das dann durch ist, kommt die nächste Spieleliste. Ja. Und dann geht's immer so weiter. Und weiter. Und weiter.
Naja, bis wir dann irgendwann alle Spiele durch haben, die wir haben. Und bis dato sind dann auch wieder neue raus. Achso, und Forza spielen wir ja nebenbei dann auch noch. Ne? Also Forza Motorsport 6 spielen wir ja jetzt aktuell. Dann denke ich mal, spielen wir irgendwann Forza Horizon 3. Dann irgendwann Forza Motorsport 7. Dann irgendwann Forza Horizon 4. Dann irgendwann Forza Motorsport 8. Und dann irgendwann Forza Horizon 5. Oder wir machen jetzt erst Forza Motorsport und dann Forza Horizon. Mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Obwohl, jetzt kommt ja Forza Motorsport 8 demnächst. Also ich denke mal, dann werde ich wahrscheinlich erst Forza Motorsport 3 machen. Und das andere dann immer nebenbei mal. So, mal gucken. Ja, da haben wir es doch. Stunden, Tage, Wochen, Jahre 2030. Nein. Guck mal, ich habe gestern Abend, obwohl ich wieder ein bisschen später angefangen habe, zwei Bereiche geschafft, die wir wieder komplett gemacht haben. Also hier, bis auf die Schatztruhen. Die Schatztruhen lasse ich jetzt erstmal. Diese kleinen rötlichen Punkte auf der Karte. Weil dafür gibt es keine Erfolge. Habe ich schon geguckt. Und die zählen, glaube ich, auch nicht in eine 100% Bewertung mit rein. Deswegen lassen wir die erstmal. Wir sammeln die immer nebenbei auf, wenn wir gerade mal an eine vorbeilaufen oder so. Ansonsten machen wir halt die Nebenaktivitäten. Und die Story. Und Quests und so. Dementsprechend haben wir gestern echt zwei Bereiche geschafft. Ungelogen. Also ich. Ja. Waren zwar auch kleine Bereiche, aber immerhin trotzdem ein bisschen was zu sammeln. Also ein bisschen was zu machen auf jeden Fall. Und morgen spielen wir ja Forspoken weiter. Muss ich mal gucken, ob ich morgen dann auch früher anfange. Kommt drauf an, wann ich morgen aufstehe. Wegen Wassertabletten nehmen und wann dann bei mir die Wirkung ein bisschen nachlässt. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich dann alle 10 oder 20 Minuten auf Toilette renne. Deswegen gucken wir mal, dass ich morgen vielleicht, wenn es geht, ein bisschen früher aufstehe. Dass ein bisschen alles früher nehme und alles ein bisschen schneller nachlässt und dann könnten wir morgen vielleicht ein bisschen früher anfangen. Ansonsten halt auch wieder um 13 Uhr. Ne? Und dann denke ich mal, werden wir morgen bestimmt ein bisschen was schaffen im Forspoken. Weil wir haben ja noch ein bisschen was zu tun im Forspoken. Ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen zu lange mit den ganzen Nebensachen, denke ich mal, da ein bisschen aufgehalten. Gerade auch mit diesen Kisten da. Die du ja überall in der Welt finden kannst. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, geguckt. Ich glaube, die tragen jetzt nicht zu 100% bei oder geben bestimmten Erfolg, wenn du alles eingesammelt hast, sondern nur diese Nebenaktivitäten, wie zum Beispiel Türme, Pilgerzuflucht und weiß ich nicht. Das, glaube ich, ist eher so relevant, also spielrelevant für die Story und für den Fortschritt. So, und ansonsten alles andere ist, glaube ich, gar nicht relevant, diese komischen Kisten da. Deswegen machen wir erstmal alles, was relevant ist für den Abschluss vom Spiel. Also diese ganzen Nebenaktivitäten, Storyquests und solche Geschichten. Und alles andere sammle ich dann mal so nebenbei ein, wenn ich Bock habe. Und danach machen wir dann noch das DLC. Ich weiß jetzt nicht, wie groß das DLC war von Forspoken. Wie lange das denn geht. Und dann schauen wir mal. Dass wir dann Saints Row 4 anfangen. Das geht ja auch, wie gesagt, das ist eigentlich ein übersichtliches Open World, die Saints Row 4. Das ist auch wie bei Saints Row 3, dass du da halt deine Story und Nebenmissionen hast oder Nebenaktivitäten hast auf der Map, alles abarbeitest und dann bist du irgendwann fertig. Ist halt so GTA und Saints Row Style halt, ne? Das sind ja Spiele, die man relativ schnell durchspielt. Ja, und Assassin's Creed 3 weiß ich ja nicht, wie lange das dauert. Das habe ich ja noch nie gespielt gehabt vorher. Bei Assassin's Creed 1 und 2 wusste ich ja ungefähr die Spielzeitstunden.
Bei Brotherhood und Relation habe ich ja ein bisschen angezockt, aber ich hatte es ja vorher nie durchgespielt gehabt. Das jetzt mit euch im Stream war ja das erste Mal jetzt, wo ich gesagt habe, ich spiele das jetzt durch. Ja, und danach, wie gesagt, bei Assassin's Creed 3 war ich raus. Das habe ich noch nicht einmal vor irgendwie mal gezockt gehabt. Also dementsprechend weiß ich nicht, wie lange das dann dauert. Ihr nächstes Rennen findet in den Bernalden Far Cry Primal ist ein bisschen länger, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie lange hast du für Far Cry Primal gebraucht, Mecke? Weißt du das ungefähr aus dem Kopf? Ich glaube, da saß ein bisschen dran, ne?